Ein herzliches Grüß Gott allen Zuseherinnen und Zusehern von 3LTV. Ich, Pfarrer Martin Truttenberger, freue mich, Ihnen heute eine ausgewählte Predigt vom Pfingstsonntag, dem 20. Mai 2018, von unserem hochgeschätzten, vielgeliebten Heiligen Vater Papst Franziskus präsentieren zu dürfen. Er spricht in folgender Weise. In der ersten Lesung der heutigen Liturgie wird das Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsten mit einem heftigen Sturm verglichen. Siehe Apostelgeschichte 2,2. Was sagt uns dieses Bild? Der heftige Sturm lässt uns an eine große Kraft denken, die aber nicht um ihrer selbst willen da ist. Es ist eine Kraft, die die Wirklichkeit verändert. Der Wind bringt tatsächlich Veränderung. Warme Strömungen bei Kälte, kühle Strömungen bei Hitze, Regen bei Trockenheit. So wirkt er. Auch der Heilige Geist bewirkt solches, wenn auch auf einer anderen Ebene. Er ist die göttliche Kraft, die die Welt verwandelt. Die Sequenz hat uns daran erinnert. Der Geist ist die Ruhe in der Unrast, der Trost in Leid und Tod. Und so bitten wir ihn, was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Er begibt sich in Situationen hinein und verwandelt sie. Er verwandelt die Herzen und verändert das Zeitgeschehen. Er verwandelt die Herzen. Jesus hatte zu seinen Aposteln gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8. Und genauso ist es geschehen. Die Jünger, die anfangs ängstlich waren und sich auch nach der Auferstehung des Meisters hinter verschlossenen Türen versteckt hielten, werden vom Geist verwandelt und, wie Jesus im heutigen Evangelium verkündet, legen für ihn Zeugnis ab. Johannes 15, 27. Als zaudernde werden mutige Jünger und von Jerusalem aus machen sie sich auf bis zu den Enden der Erde. Als Jesus unter ihnen war, waren sie furchtsam. Ohne ihn nun sind sie mutig, denn der Geist hat ihre Herzen verwandelt. Der Geist befreit die von Angst versiegelten Seelen. Er überwindet Widerstände. Diejenigen, die sich mit dem Mittelmäßigen begnügen, konfrontiert er mit einem Überschwang an Gaben. Er weitet die engen Herzen. Er drängt diejenigen zum Dienst, die es sich bequem gemacht haben. Er bringt die zum Gehen, die meinen, sie seien am Ziel angekommen. Er lässt diejenigen träumen, die von Lauheit befallen sind. Darin also besteht die Verwandlung der Herzen. Viele versprechen Zeiten der Veränderung, Neuanfänge, grandiose Neuerungen, aber die Erfahrung zeigt, dass kein irdischer Versuch, die Dinge zu verändern, das menschliche Herz vollständig befriedigt. Die Verwandlung durch den Geist ist anders. Er revolutioniert nicht das Leben um uns herum, sondern verändert unser Herz. Er befreit uns nicht mit einem Schlag von unseren Problemen, sondern er macht uns im Innern frei, damit wir sie in Angriff nehmen. Er gibt uns nicht alles auf einmal, aber er lässt uns zuversichtlich weitergehen, ohne jemals des Lebens müde zu werden. Der Geist hält das Herz jung, jene neue Jugend. Früher oder später vergeht die Jugendzeit, trotz aller Versuche, sie zu verlängern. Der Geist hingegen ist es, der das einzig ungesunde Altern, nämlich das Innere, verhindert. Wie macht er das? Indem er das Herz erneuert und dem sündigen Herzen Vergebung zuteil werden lässt. Das ist die große Veränderung. Und Schuldige macht er zu Gerechten und so ändert sich alles. Denn aus Sklaven der Sünde werden wir zu freien Menschen, aus Knechten zu Söhnen, aus Verworfenen zu geschätzten Freunden, aus Enttäuschten zu Hoffenden. Auf diese Weise lässt der Heilige Geist die Freude neu erstehen und im Herzen
den Frieden erblühen. Wir lernen also heute, was zu tun ist, wenn wir echter Veränderungen bedürfen. Wer von uns braucht sie nicht? Vor allem, wenn wir am Boden sind, wenn wir unter der Last des Lebens stöhnen, wenn unsere Schwächen uns bedrücken, wenn es schwierig ist, vorwärts zu gehen und wenn es unmöglich erscheint, zu lieben. Dann brauchen wir ein kräftiges Stärkungsmittel. Und das ist er. Das ist die Kraft Gottes. Der Geist ist es, der lebendig macht. Wie wir im Credo bekennen. Wie gut täte es uns, jeden Tag dieses Stärkungsmittel des Lebens zu uns zu nehmen und etwa beim Aufwachen zu sagen, komm, Heiliger Geist, komm in mein Herz, komm in meinen Tag. Außer den Herzen verändert der Geist das Zeitgeschehen. Wie der Wind überall weht, so bahnt auch er sich seinen Weg in die unwahrscheinlichsten Situationen hinein. In der Apostelgeschichte, einem Buch, das es wirklich zu entdecken gilt und in dem der Geist die Hauptrolle spielt, erleben wir eine kontinuierliche Dynamik voller Überraschungen. Als die Jünger es nicht erwarten, sendet der Geist sie zu den Heiden. Er öffnet neue Wege, wie in der Begebenheit mit dem Diakon Philippus. Der Geist führt ihn auf eine verlassene Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Was für einen traurigen Klang dieser Name heute hat. Der Geist verändere die Herzen und die Verhältnisse und bringe Frieden ins Heilige Land. Auf diesem Weg predigt Philippus dem äthiopischen Beamten und tauft ihn. Dann führt ihn der Geist nach Aschdod und nach Caesarea, immer in neue Situationen, damit er Gottes Botschaft verbreite. Dann ist da auch Paulus, der gebunden durch den Geist, Apostelgeschichte 20,22, bis an die Enden der Erde reist und Völkern das Evangelium bringt, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Wenn der Geist da ist, geschieht immer etwas. Wenn er weht, gibt es keine Flaute. Wenn das Leben unserer Gemeinschaften durch Zeiten der Mattheit geht, in denen die häusliche Idylle der Neuheit Gottes vorgezogen wird, ist das ein schlechtes Zeichen. Es bedeutet nämlich, dass man Schutz vor dem Wind des Geistes sucht. Wenn man für die Selbsterhaltung lebt und darüber nicht hinauskommt, ist das kein schönes Zeichen. Der Geist weht, aber wir holen die Segel ein. Und doch haben wir viele Male gesehen, wie er Wunderbares bewirkt. Oft, gerade in den dunkelsten Zeiten, hat der Geist die strahlendste Heiligkeit hervorgebracht. Denn er ist die Seele der Kirche. Er beseelt sie immer neu mit Hoffnung, erfüllt sie mit Freude, befruchtet sie mit Neuem, schenkt ihr Knospen neuen Lebens. Es ist, wie wenn in einer Familie ein Kind geboren wird. Es bringt den Zeitplan durcheinander, lässt einen nicht schlafen, schenkt dafür aber eine Freude, die das Leben erneuert, die ihm Antrieb verleiht und es in der Liebe weit macht. Ja, der Geist bringt ein Aroma von Kindheit in die Kirche. Er bewirkt ein beständiges Wiederaufleben. Er frischt die Liebe des Anfangs wieder auf. Der Geist erinnert die Kirche daran, dass sie trotz ihrer jahrhundertealten Geschichte immer eine 20-Jährige ist, die junge Braut, in die der Herr hoffnungslos verliebt ist. So lasst uns nicht müde werden, den Geist in unser Lebensumfeld einzuladen und ihn vor jeder Tätigkeit unsererseits anzurufen. Komm, Heiliger Geist! Er wird seine Kraft der Veränderung mit sich bringen, eine einzigartige Kraft, die sozusagen gleichzeitig zentripetal als auch zentrifugal ist. Sie ist zentripetal, das heißt, sie ist auf das Zentrum hin ausgerichtet, weil sie im Inneren des Herzens wirkt. Sie führt zur Einheit in Zersplitterung, zu Frieden in der Not, zu Standhaftigkeit in der Versuchung. Paulus erinnert in der zweiten Lesung daran, wenn er schreibt, dass die Frucht des Geistes Freude, Friede, Treue und Selbstbeherrschung ist. Galater 5,22. Der Geist schenkt Intimität mit Gott, die innere Kraft, um weiterzukommen.
Aber gleichzeitig ist er eine Zentrifugalkraft, die nach außen wirkt. Derjenige, der zum Zentrum führt, ist derselbe, der an die Peripherie sendet, an jede menschliche Peripherie. Er, der uns Gott offenbart, drängt uns zu unseren Brüdern und Schwestern. Er sendet uns. Er macht uns zu Zeugen und dazu gießt er uns, wie Paulus schreibt, Liebe, Wohlwollen, Güte und Sanftmut ein. Nur im Geist, der unser Beistand ist, sagen wir Worte des Lebens und ermutigen wir andere wirklich. Wer nach dem Geist lebt, steht in dieser geistlichen Spannung. Er steht gleichzeitig in Beziehung zu Gott und zur Welt. Bitten wir ihn also darum, so sein zu dürfen. Heiliger Geist, Gottes heftiger Sturm, erfasse uns. Wehe in unseren Herzen und lass uns die Zärtlichkeit des Vaters atmen. Erfasse die Kirche und treibe sie bis zu den Enden der Erde, damit sie von dir getragen nichts anderes bringe als dich. Hauche der Welt die sanfte Frühlingswärme des Friedens und die frische Erquickung der Hoffnung ein. Komm, Heiliger Geist, verwandle unser Inneres und erneuere das Antlitz der Erde. Amen. Halleluja. Vergelt's Gott für Ihr Zusehen und viel Freude im Wirksamwerden dieser wunderbaren Worte unseres heiligen Vaters. Amen.